Was wir derzeit an der Wall Street sehen, ist so eine Art Totentanz. Ich kann mich nicht erinnern, jemals außerhalb des tiefsten Sommerlochs, August oder ähnliche Zeitperioden, wo wirklich alle weg sind, jemals so geringe Volumina, Handelsvolumina gesehen zu haben. Derzeit sind die sogar geringer als im tiefsten Sommerloch. Und die Frage stellt sich, warum ist das so? Warten alle jetzt auf die Nvidia-Zahlen mit der Frage, naja, ist diese KI-Euphorie gerechtfertigt? Wobei es wahrscheinlich interessanter ist, was diejenigen, die wirklich das Gold suchen, an Umsätzen erzielen, als was die Schaufelverkäufer an Umsätzen erzielen, die den Suchern im Goldrausch diese Schaufeln verkaufen. Wie auch immer, wir sehen praktisch kaum Bewegung an den Märkten. Man sieht schon, wenn man die Kurse beobachtet, wie die Ticks sind. Teilweise werden da einzelne, beim S&P zum Beispiel, einzelne Kurse sogar übersprungen. Also der Index geht dann mal plötzlich Dreiviertelpunkt nach oben oder nach unten. Das sind alles Zeichen, dass kein Volumen da ist, dass wenn einer da irgendwie einschläft und irgendwie mit dem Kopf auf die Tastatur knallt, dass dann schon gleich eine Kursbewegung passiert. Also schauen wir mal, wie die Dinge weitergehen. Wir haben morgen nicht nur nachbörslich die Nvidia-Zahlen, sondern wir haben dann um 20 Uhr morgen auch das FED-Protokoll, wobei eigentlich ziemlich klar ist, was das aussagen wird. Wir werden die Zinsen nicht so schnell senken, aber die Märkte sagen sich, ja, ihr werdet es wahrscheinlich doch tun. Warum auch immer. Schauen wir uns die Gemengelage an, meine Damen und Herren. Hier sehen wir das mal. Die Handelsvolumina, SPY, historische Daten, also die Handelsvolumina beim maßgeblichen ETF auf den S&P 500. Gestern 31 Millionen Kontrakte, Durchschnitt ist so um und bei 75 Millionen 80. Also wir haben nicht mal die Hälfte des normalen Handelsvolumens gehabt. Heute dürfte es nicht besser werden. Die endgültigen Zahlen liegen natürlich noch nicht vor, aber wenn wir bei 30 reinkommen, bei 30 Millionen, dann wäre das schon ein Riesending. Angesichts des aktuellen Standes von 7,6 Millionen, das ist schon fast nicht mehr existent. Wir sehen die US-Indizes wenig bewegt. Wir sehen eine Microsoft positiv, eine Amazon negativ, aber ansonsten auch die großen Tech-Werte wenig verändert. Das gilt weitgehend auch für Nvidia. Also das ist schon kaum mehr messbar, was da an Volumen passiert. Und eine Erklärung dafür könnte sein, naja, das Volumen hat sich auf andere Plattformen verschoben, Dark Pools. Hier sehen wir, Gambling Spirits are back, Off-Exchange Volume sind so hoch oder sind ja höher noch als 2021, als diese Meme-Aktien-Euphorie war. Meme-Aktien-Euphorie hatten wir doch kürzlich erst. GameStop, AMC und der ganze Schrott, der nach oben gespült wurde. Und apropos Schrott, wir sehen, dass schrottige Firmen, also Firmen, die eine schlechte Bilanzqualität haben, derzeit besser laufen. Seit einem Monat, seit Anfang Mai ist das so, dass die besser sich entwickeln. Das ist ein Zeichen, wie qualitativ hochwertig diese Rallye ist, während gleichzeitig die Wirtschaftsdaten ja immer schwächer werden. Wir hatten ja den Economic Surprise Index jetzt auf dem tiefsten Stand seit 2022. Also die Daten weichen negativ von der Erwartung ab, sind schwächer als erwartet. Und wir sehen, dass defensive Werte, vor allem Utilities, Versorger, deutlich performen oder sehr gut performen. Liegt eben auch daran, dass man davon ausgeht, dass mit diesen ganzen Data Centers, die man für KI-Training braucht, dann eben der Strombedarf nach oben geht. Ich hatte heute Morgen gezeigt, dass eine ChatGPT-Anfrage deutlich energieintensiver ist als eine Google-Anfrage. Also wenn jemand was über Google sucht, ist das weniger ressourcenfressend, als wenn jemand bei ChatGPT Ähnliches tut. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir sehen, dass die sogenannte Earnings Yield immer weiter abnimmt. Also die Risikoprämie sozusagen, die man bekommt, wenn man Aktien hält, das ist ja praktisch ein Maß, um zu vergleichen, naja, was ist attraktiv, Anleihen oder eben Aktien. Jetzt sehen wir, dass Anleihen ja eine gewisse Rendite abwerfen, die Aktien eben nur Dividenden zahlen, was heißt nur, aber Dividenden zahlen, die in den USA meistens relativ gering ist und dann eben die Kursgewinne versprechen. Und alle verlassen sich scheinbar auf die Kursgewinne und es sind dann eben auch die Dickfische neben den Schrottwerten, die gut performen. Deswegen sehen wir das Verhältnis zwischen dem Equal Weight S&P 500, also dem Index, in dem alle Aktien gleichgewichtet sind, nicht eine Apple, eine Nvidia, eine Microsoft eben diese Dominanz haben, relativ zum marktgewichteten Index jetzt auf dem tiefsten Stand seit vielen Jahren.
Wir sind ein bisschen tiefer noch als 2020, aber nicht ganz so tief wie in der Finanzkrise, aber fast so tief. Also auch das ein erstaunlicher Befund. Und hier sehen wir nochmal von Sven Henrik, ich hatte die Grafik schon mal gezeigt, dass trotz des Allzeithochs, das wir ja beim S&P 500 und anderen US-Indizes haben, relativ wenige Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Also es ist eine etwas merkwürdige Rallye, aber die Bullen, die sind excited, die sind euphorisch. Hier sehen wir mal Bank of America Technical Analysis für den Dow Jones 42.600 Punkte in naher Zukunft mit weiteren Zugewinnmöglichkeiten bis 45.200 Punkten. Der Dow Jones ja kürzlich das erste Mal die 40.000er Marke erreicht, also man ist da euphorisch und das gilt auch für Ed Yardeni. In den USA stark beachtet, der sagt also, der Dow könnte 60.000 Punkte erreichen, der S&P 500 8.000 Punkte in einem Roaring 2020-Szenario, also die 20er Jahre, die goldenen 20er Jahre. Etwas Ähnliches haben wir nämlich auch in den 20er Jahren, nämlich den 1920er Jahren erlebt. Da hat man auch gesagt, wie Mr. Fischer, ein Ökonom, naja, die Aktienmärkte scheinen ein dauerhaft hohes Plateau erreicht zu haben. Das wird sich nie ändern. Ist klar, weil es kommt ja niemals eine Rezession und die Gewinne werden immer weiter steigen. Wir sehen den Fear and Greed Index bei 65, also wir haben wieder eine durchaus vorhandene Gier und Bären wie Mike Wilson haben aufgegeben, haben jetzt sogar ein Kursziel, das höher ist als der aktuelle Indexstand. Das ist ein gutes Zeichen, dass es jetzt weiter nach oben gehen muss, meine Damen und Herren, zumal wir die Ratio, das Verhältnis zwischen dem S&P 500 und dem VIX haben, jetzt auf einem absoluten Allzeithoch. Das ist keine, wie John Hussman sagt, keine Investmentstrategie, da kann man keine Entscheidungen von ableiten, aber es zeigt so ein bisschen, wie wenig hier Risiken bepreist sind. Es gibt scheinbar gar keine Risiken. Wir sehen heute auch den VIX bei 12, also sehr tief. Wir haben praktisch einen Ausschluss von jeglichem Risiko und das ist meistens dann, wenn die Risiken eigentlich da sind. Wenn alle zittern und Angst haben, oh Gott, die Märkte, die werden fallen, große, große Risiken, dann passiert meistens gar nichts und andersrum muss diesmal nicht so sein, aber es ist auf jeden Fall sehr billig, sich derzeit abzusichern gegen Kursverluste, all das im Vorfeld jetzt der Nvidia-Zahlen. Man erwartet ja eine Bewegung von 8,5% mit und nach den Zahlen bei Nvidia. Amazon hat heute Interessantes gesagt, na, man wird jetzt erstmal keine Nvidia-Chips bestellen, weil man wartet, bis das Updated Model gekommen ist, also das leistungsfähigere Modell. Mal sehen, ob das andere auch tun, dass sie da ein bisschen abwarten. Insgesamt ist eigentlich diese Woche, wir haben nächste Woche ja Memorial Day in den USA, also ein Feiertag, ich glaube Montag ist das, sind normalerweise für den Nasdaq und auch für den Russell 2000 mit so die stärksten Wochen oder gehört zu den stärksten Wochen des gesamten Jahres. Allerdings ist saisonal eigentlich auch die erste Hälfte des Mai tendenziell und strukturell eigentlich immer oder sehr, sehr oft eine schwache saisonale Zeit gewesen. Diesmal war es anders. Wird es diesmal in dieser Woche dann auch anders sein? Fragezeichen, zumal wie Aussagen von der FED haben. Mr. Waller, der so ein bisschen im Zentrum der FED ist, kann man sagen, weder bei den ganz hawkischen Mitgliedern noch bei den sehr dovischen Mitgliedern, der sagte, ich will several more months of good inflation data sehen. Several heißt mindestens drei, würde ich mal sagen. Sonst würde er sagen, ein paar, dann könnte man sagen, okay, zwei Monate, aber several months heißt einige zahlreiche Monate, das sind mindestens drei und das würde bedeuten, dass die Erwartung der Märkte, dass spätestens im September die Zinsen sinken, wohl nicht erfüllbar sein wird. Und Waller hat noch anderes Interessantes gesagt, nämlich die Wahrscheinlichkeit einer Rezession seems to have disappeared, also die scheint komplett verschwunden zu sein, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Wir sehen hier, die Sparvolumina der Amerikaner sind immer weiter gefallen. Wir sehen, dass die Inflation seit Biden im Amt ist 19% beträgt, also die Dinge sind um ein Fünftel teurer geworden.
Und hier ein Bericht von Fortune. Die Konsumenten sind so demoralisiert bei der, in Sachen Inflation und den hohen Zinsen, dass sie eben aufhören zu sparen und einfach ihr Geld ausgeben. Und das tun sie eben meistens auf Pump, zahlen dafür eben diese horrenden Zinsen bei Kreditkartenschulden. Bekanntlich ja 22% derzeit durchschnittlich. Also wo soll da eine Rezession herkommen? Und dann wolle auch mit der Aussage, also wir können ausschließen, dass die Inflation sich wieder beschleunigt. Jetzt gucken wir hier mal Kupfer an. Da sehen wir, hups, Kupfer ist ja nicht gerade unwichtig, ist in der Industrie sehr wichtig, für die ganzen erneuerbaren Energien sehr, sehr wichtig. Also wenn der Preis hier nach oben schießt, wie das eben auch bei anderen Rohstoffen ja passiert, Metalle vor allem, Platin, wie sie alle heißen, Gold, Silber natürlich. Hier sehen wir, das könnte hier auch charttechnisch nochmal einen weiteren Ausbruch geben hier perspektivisch bei den Rohstoffen. Und Rohstoffe sind meistens ein Vorlaufindikator für die Inflation, hatte ich auch schon gezeigt. Normalerweise sieht man, dass die Rohstoffe früher in eine bestimmte Richtung laufen und die Inflation dann nachzieht. Dann hatten wir noch zusätzlich neben Waller auch Bostik. Der sagte also, vor dem vierten Quartal, also nicht vor Oktober, werden wir die Zinsen nicht senken, denn hier bestünde dann die Gefahr für Pent-up Exuberance for Investment and Other Spending, also dass sozusagen die Nachfrage wieder steigt, weil die Leute so euphorisiert sind, ja, die Zinsen steigen, also ist doch super, dann kaufen wir jetzt mal schon, weil die Zinsen werden ja nach unten gehen, weil eben ja auch die Financial Conditions sich so aufgelockert haben. Also klare Absage der Fed vor dem morgigen Fed-Protokoll an zeitnahe Zinssenkungen. Dennoch sehen wir die Wahrscheinlichkeit, dass im September die Zinsen gesenkt werden, nämlich am 18.09., also auf der drittnächsten Sitzung. Die liegt bei 50,7%, also eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Fed dann die Zinsen senken wird, als dass sie sie nicht senken wird, erstaunlicherweise. Und das trotz dieser relativ klaren Aussagen der Fed-Mitglieder. Und wenn wir jetzt nach Deutschland kommen, da haben wir ganz andere Probleme als Zinsen, sondern wir haben es mit ökonomischem Unsinn zu tun. Den Leuten ist die Wirtschaft nicht mehr wichtig, deswegen leben wir noch ganz kommod aus der Substanz heraus. Das kann man eine Zeit lang machen, aber die Substanz wird eben geringer und das, weil man sich eben in den Kopf gesetzt hat, wir sind anders, die anderen sind Geisterfahrer. Wir setzen nur auf zwei Energiequellen, Strom und eben Solar, nicht Strom und Solar, sondern Wind und Solar. Und dann halten wir eben Gas und Kohle vor. Irgendwann werden wir das aber auch bald abschalten. Dann haben wir nur noch Strom und nur noch Solar schon wieder und Wind. Und dann wird alles schick. Aber Hans-Werner Sinn zeigte, dass das auf Kosten der Versorgungssicherheit geht. Das hat ganz klar jetzt eben auch der Bundesrechnungshof kritisiert. Das ist das eine. Und das andere, dass wir eben eine Parallelinfrastruktur brauchen, die sehr, sehr teuer ist, statt auf Dinge zu setzen, die effizient sind, Energieformen, die effizient sind, versuchen wir über ineffiziente Systeme unsere Energie zu generieren. Die Frage ist immer, wie viel Energie muss ich irgendwo reinstecken, um wie viel Energie rauszubekommen? Und Wind und Solar sind beide jetzt nicht gerade die effektivsten Dinge, die hier in diesem Sektor möglich sind. Also Kritik, und dann hast du natürlich solche Ökonomen wie Marcello Fracciarino, der einarmige Ökonom, wie Daniel Stelter sagt, der praktisch das Begründungsmodell, das ökonomische Begründungsmodell liefert, wird schon alles gut gehen. Das war auch derjenige Ökonom, der gesagt hat, Inflation wird nie ein Problem sein, das ist alles überhaupt gar kein Thema, und wir sehen eben, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie nimmt immer weiter ab. Auch das eine Folge dieser Politik. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie aus dem Totentanz entlasse, zwei Empfehlungen. Gold, dieses Signal taucht nur vor einer Rezession auf. Warum? Der Goldpreis möglicherweise ein Hinweis ist, dass die Rezession doch kommt, die Fed-Mitglied Waller heute ausgeschlossen hat. Hochinteressant, kann ich nur empfehlen, bitte gerne weiterempfehlen über diese Social-Media-Button da oben und die Aussagen von Fed-Mitglied Waller, wenn Sie das nochmal sehen wollen, was der eigentlich genau sagt, die Märkte aber irgendwie nicht realisieren, dann würde ich diesen Artikel empfehlen, gerne auch weiterempfehlen, diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.